Sein Leben ist von extremen Höhen und extremen Tiefen geprägt. Er hat viel bewegt, viel erreicht, kennt aber auch sehr schwere Zeiten im Leben. Und seine Lebensgeschichte hat er jetzt in einem Buch aufgeschrieben. Ich freue mich, dass er heute mein Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen, Martin Dreyer. Vielen Dank. Ganz spannende Geschichte. Ich möchte mal gern beim Happy End der bisherigen Lebensgeschichte, sie ist ja noch nicht wirklich am Ende, anfangen. Du bist glücklich verheiratet, seit Mai 2011 noch glücklicherer Papa. Hier sehen wir... So groß ungefähr. Genau. Hier sehen wir die Familie relativ aktuell. Das ist so dein persönliches Glück, sage ich jetzt mal. Aber wenn wir so zurückschauen, in deinem Leben hast du ja auch wahnsinnig viel bewegt und erreicht. Stichwort die Gründung der Jesus Freaks als einer enormen Jugendbewegung oder in jüngerer Vergangenheit das Projekt der Volksbibel, die ja immer weitergeht. Mhm. Waren das so Lebensträume von dir, sowas Großes aufzubauen? Also, bevor ich irgendwie mit dem Glauben zu tun hatte und mich auf diesen Gott eingelassen habe, hatte ich eigentlich nicht so richtig Lebensträume. Gar keine? Ich habe so vor mich hingelebt und wusste auch nicht so richtig, was mit mir anzufangen. Und eigentlich, als ich erst Christ geworden bin und zum Glauben gekommen bin, habe ich doch festgestellt, dass aus meinem komischen, verkorksten, kaputten Leben anscheinend, dass man Gott damit was anstellen will und auch anstellen kann. Das heißt, du hast dich irgendwann auf die Suche gemacht, so nach deinem Weg oder nach deinem Platz? Nicht unbedingt auf die Suche gemacht, es kam eigentlich eher so immer auf mich zu. Ja, also, wie kam das? Angefangen in der Jugendgruppe, in der ich dann damals war, dass dann der Leiter von der Jugendgruppe mich gefragt hat, Martin, willst du nicht mal eine Andacht halten, willst du nicht mal dein Zeugnis erzählen oder irgendwie so? Und dann auch so die Idee mit den Jesus Freaks. Ja, das war so eine Mischung eigentlich. Also einmal habe ich eine Not gesehen, habe einen Bedarf gesehen und fühlte mich dann aber auch irgendwie von Gott berufen, wie man es immer nennen soll, das sowas zu starten. Aber gehen wir erstmal noch ein Stück zurück. Du sagst, bevor du Christ geworden bist, du bist nicht als Christ sozusagen bewusst mit Jesus aufgewachsen. Irgendwann sind deine Eltern, deine ganze Familie sind Christen geworden und haben dich schwer bearbeitet, mal mit in die Kirche zu kommen. Wie sah denn dein Leben zu dem Zeitpunkt aus? Also damals war ich schon so ziemlich am Ende der Fahnenstange angelangt. Ich hatte täglich Drogenintus, 24 Stunden, hatte 5 Sechsen im Zeugnis und 2 Fünfen. Die Schulleiter hatten extra eine Konferenz für mich einberufen, weil sie mich irgendwie von der Schule schmeißen wollten. Ich hatte Depressionen, stand mit dem Rücken zur Wand. Also meine Freunde, meine große Liebe hatte noch mit mir Schluss gemacht. Und damals wollte ich eigentlich schon nicht mehr leben. Also ich wollte aus dem Leben entfliehen, weil ich nicht mehr wusste, wofür. Was soll das Ganze? Und es gab auch keine Hoffnung, die mir da wirklich raushelfen könnte. Wie bist du denn da reingeraten? Ich meine, wenn du sagst, so fast 24 Stunden mit Drogen eigentlich irgendwie vollgepumpt, das ist ja, das macht man ja nicht von heute auf morgen. Das ist ja eigentlich immer so ein Weg, oder nicht? Ja, es ist bei mir, glaube ich, so eine Mischung aus Gelegenheiten, man kann auch sagen Versuchungen, die mir geboten wurden. Und dann aber auch so einen inneren Drang. Ich glaube, ich war irgendwie auch immer auf der Suche. Ich wollte mehr, ich wollte was Intensives, ich wollte kein langweiliges Spießerleben führen. Mhm. Und Drogen bieten einen halt ein intensives Gefühlserlebnis innerhalb von kurzester Zeit auf relativ einfache Art und Weise. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum ich so auf Drogen dann auch abgefahren bin. Warst du auch neugierig? Total, immer schon. Ich wollte immer alles ausprobieren. Und als dann Kiffen war dann relativ schnell auch langweilig, obwohl ich regelmäßig Marihuana geraucht habe. Aber dann gab es halt mal so Pilze, die irgendein Freund mitgebracht hatte, so psychogene Pilze, so psilocybine Pilze. Und die wollte ich dann unbedingt ausprobieren. Ich wollte Ephedrin auch, ich wollte einfach alles mal probiert haben. Wie ging es dir denn dann damit? Ich meine, immer neugierig auf was Neues, immer Neues ausprobieren. Hat sich das so erfüllt, so dieses Intensive, nachdem du gesucht hast? Weil danach kommt ja auch immer mal so eine andere Phase, Also ich persönlich glaube heute, dass Drogen
Ja, einen immer belügen. Ja? Sie sagen dir, du kriegst ein intensives Erlebnis und es wird alles schön. Aber was sie dir sozusagen in 2 Stunden Glücksgefühlen geben, nehmen sie dir dann in den Monaten und Jahren danach. Ja? Und letztendlich töten sie dich ab. Sie töten deine Emotionen ab, deine Gefühle ab, dein Leben, deine Hoffnung bis hin zu deinem Körper buchstäblich. Deine Familie ist dann in die Kirche gegangen, einer nach dem anderen. Hat sich auch verändert, das hast du wahrgenommen. Und irgendwann haben sie dich mit hingeschleppt. Mehr oder weniger überredet, oder? Kann man das so sagen? Ja, also da gab es noch so ein paar kurze Erlebnisse davor, die mich ins Nachdenken gebracht haben. Und dann habe ich über Gott so Erlebnisse auf Droge und wo ich dann plötzlich dachte, Mensch, vielleicht gibt es diesen Typen da oben ja doch. Ja? Mhm. Und dann habe ich meine Schwestern halt immer in diesen Gottesdienst eingeladen. Da war in der Petrikirche, so eine alte Kirche in Hamburg. Aber da waren dann halt so erneuerte Gottesdienste, auch mit dem Schlagzeug vorne und im Pastor, wo man das Gefühl hatte, der glaubt wirklich, was er sagt in seinen Predigten. Der Kopfermann war das, Pastor Kopfermann. Und die haben mich dann da mit hingeschleift und ich bin da dann mit hingegangen und der erste Gottesdienst war dann so gerade interessant genug, dass ich es noch auf dem zweiten habe ankommen lassen. Und dieser zweite Gottesdienst, der war wirklich nur für mich. Also inwiefern? Angefangen von den Liedern, ja so, du lebst in der Verlorenheit, aber der Herr ruft dich. Dann war da so ein Teil, wo die Christen nach vorne gekommen sind und am Mikrofon erzählt haben, was sie mit Gott erlebt haben. Und das waren alles so Sachen, die mein Leben betrafen. Ja, irgendwelche junger Mann, der erzählt, er hätte Drogenprobleme gehabt und dann wäre er Christ geworden und jetzt wäre alles super. Dann kam eine Frau, sagte, ja, sie hätte 5, 6 im Zeugnis gehabt und dann hätte sie Gott kennengelernt, jetzt wäre sie eine gute Schülerin. Das waren alles exakt meine Probleme. Und dann fängt der Pfarrer an zu predigen und erzählt wirklich mein Leben da in der Predigt und guckt doch immer noch in unsere Richtung. Okay. Also ich habe wirklich zeitweise gedacht, meine Mutter hat dem vorher einen Zettel gegeben. Hier, Kopfermann, da sitzen wir und unser Sohn sitzt da und bitte predigen Sie mir über das und das und das und das, weil der ist dann heute da. Ne? Und hat sie aber nicht? Nee, hat sie nicht. Irgendwann war das dann so überspitzt, dass ich schon dachte, das kann eigentlich nicht sein. So ist sie dann doch nicht drauf. Und dann habe ich Gott, dann war die Predigt vorbei und dann habe ich im Grunde mein erstes bewusstes Gebet gebetet und habe zu Gott gesagt, okay, wenn du wirklich mich hier ansprichst, ja, und wirklich mich meinst und aus meinem kaputten Leben was anstellen willst, dann mache ich das nur unter 2 Bedingungen. Ja? Ich lasse mich nur unter 2 Bedingungen. Ich brauche einen Anstoß von dir. Und zwar will ich erstens, dass meine Eltern aufstehen und gehen, denn es ist mir peinlich. Ich wollte nicht, dass die dabei sind. Und zweitens will ich, dass meine Schwester zu mir kommt, mir auf die Schultern klopft und sagt, Martin, willst du nicht auch nach vorne gehen und dein Leben Jesus geben? In so einem Segnungsteil. Sag Amen, guck nach oben, steht meine Mutter auf, geht raus, mein Vater hinterher sagt, Martin, wir gehen jetzt, kannst du aber gerne noch bleiben. Kaum waren sie draußen, meine Schwester, Martin, willst du auch nach vorne gehen und dein Leben Jesus geben? Das war ein Schlag, oder? Und ich erstmal bang, ja, und dann musste ich, ja. Mhm. Und dann bin ich nach vorne gerannt und habe mein Leben in die Hände von Jesus gelegt, in so einer Segnung. Und dann wurde erstmal alles anders. Mhm. Was hat sich denn verändert? Die erste Veränderung war eher so, da ist plötzlich eine Realität da, die vorher nicht da war. Also plötzlich ist Jesus da, ja. Und ich meine, Jesus ist nicht irgendwie ein Star oder ein Politiker, sondern das ist Gott. Das war mir relativ schnell klar. Und wenn das Gott ist und er war da, dann kann er ja Unmögliches möglich machen. Das heißt, ich konnte plötzlich beten und darauf hoffen, dass er meine Gebete erhört. Und es war wirklich so, im Rückblick, so die ersten Wochen hatte ich irgendwie so 1000 Freispiele beim Herrn, hatte ich das Gefühl. Ja. Er hat wirklich jedes Gebet erhört. Ob das nun Parkplatzgebete war oder in der Schule hatte ich so eine Klausur verhauen. Da habe ich gesagt, Jesus, bitte mach, dass ich die Klausur noch eine gute Note kriege. Und dann hat die Lehrerin meine Klausur positiv bewertet, obwohl ich alles falsch gemacht hatte, weil der Gang dahinter, der Rechengang dahinter, der erschien dir dann richtig. Und dann habe ich irgendwie da noch eine 2 für bekommen. Und all so eine Sachen, ja, was für mich ganz klare Wunder waren. Und, was mit Drogen? Ich habe von einem Tag auf den anderen aufgehört, mit dem Kiffen, auch mit dem Rauchen, mit dem Alkoholsaufen, mit Drogen, das war überhaupt kein Problem. Die erste Zeit, das hat Gott einfach erstmal so aus meinem Leben weggenommen. Und ich glaube, dass er das auch mit Absicht gemacht hat. Warum? Einfach um
um mir zu zeigen, wie sehr er sich darüber freut. Ja? Also das, mich hat er mich wirklich mit Segen überschüttet, wie man so schön sagt, ja, mit ganz viel Gebetserhörung begleitet, weil er mir einfach zeigen wollte, hey Martin, das war ein richtiger Schritt, gut, dass du jetzt mit mir lebst. Du sagst so, die erste Zeit, hat das nachher sich verändert, hat es nachgelassen? Ja, das hat es und ich glaube auch, dass das viele junge Christen kennen, dass dann irgendwann eine Phase kommt, wo Gott möchte, dass wir uns bewusst für ihn entscheiden, ja, dass wir nicht aufgrund der Gebetserhörung oder der schönen Gefühle im Gottesdienst mit ihm leben, sondern dass wir wirklich uns für ihn entscheiden, dass wir wirklich sagen, ja, ich will Christ sein, ich will mit dir leben, in guten wie in schlechten Zeiten. Immer wieder neu eigentlich, das immer bekräftigen, wieder neu, oder? Ja, immer wieder neu. Und das denke ich bis heute. Im Grunde muss ich mich jeden Tag neu entscheiden. Will ich heute ein Christ sein und mit Gott leben oder will ich das heute nicht? Will ich heute meinen eigenen Kram machen oder das, was Gott von mir möchte? Da ist dann auch so die Idee entstanden mit den Jesus Freaks. Was für Jugendliche auf die Beine zu stellen. Wie kam so der Anfangstraum in deinen Kopf oder in dein Herz? Das war ein längerer Prozess, aber auch da ging es mir so, dass ich das Gefühl hatte, Gott will das von mir. Ja? Man kann sowas schwer beschreiben. Ich wusste auf einmal, Gott möchte von mir, dass ich sowas starte. Und ich habe halt beobachtet, dass meine Freunde von damals aus der Szene, dass die alle nicht mit in diesen Gottesdienst kommen wollten. Ich habe es versucht, ich habe sie eingeladen und die wollten einfach nicht. Und die haben immer gesagt, Mensch Martin, da sind doch nur Spießer in dieser komischen Petrikirche. Ja. Und die können mich doch nicht verstehen. Die haben doch noch nie Drogen genommen. Und die Musik, das ist doch aber Oma-Musik, Orgelmusik, furchtbar und so. Zu brav. Und ich merkte aber trotzdem, dass die aber ein Interesse am Glauben hatten. Ja? Also Jesus war nicht das Hindernis, sondern das waren irgendwie kulturelle Dinge. Und deswegen wollte ich einen Ort schaffen, wo die hinkommen können, so wie sie sind. Ja? Wie waren sie denn? Was waren das denn für Menschen, mit denen du da so zu tun hattest? Also ich sag mal so zehne Leute, also Drogenerfahrung, irgendwie von der Musik her in einer alternativen Szene, nicht christlich aufgewachsen, ganzen frommen Begriffe kennen die erstmal nicht, ja. Nie eine Berührung gehabt zum christlichen Glauben. Aber trotzdem auch eine Sehnsucht nach Antworten, eine Sehnsucht nach Gott, die, glaube ich, jeder Mensch irgendwie in seinem Leben mal stärker, mal weniger stark hat. Die Bewegung hat dann ja viele Höhen und Tiefen erlebt. Das war ein Prozess, der sich über Jahre ja gezogen hat. War das nicht auch eine riesengroße Verantwortung, so als Gründer? Du warst ja irgendwie auch ein Stück ein Vorbild für viele Jugendliche. Du hast es losgetreten und warst ja sehr stark einfach engagiert. Ja, das war eine ganz genial, wunderbare, feurige, tolle Zeit, diese ersten Jahre Jesus Freaks, weil es wirklich von 0 auf 100, 200 Personen allein in Hamburg innerhalb von einem Jahr gewachsen ist. Und dann sind aus dieser einen Gruppe in Hamburg sind dann überall in Deutschland Gruppen entstanden. Irgendwann hatten wir dann über 100 Jesus Freaks Gruppen, hatten dann so ein Jahrestreffen, das Freakstock, wo über 7000 Leute sogar zusammengekommen sind. Da gab es so eine Medienwelle, wo sie alle über uns berichtet haben. Und das war eine tolle Zeit, eine sehr fruchtbare Zeit, aber auch sehr anstrengend, was mir im ersten Augenblick nicht so bewusst geworden ist. Bist du eher wieder reingeschlittert, weil es sich so gesteigert ist, weil es so gewachsen ist? Reingeschlittert in diese Anspannung oder in den Druck dann? Ja, also da gab es so ein Schlüsselerlebnis, wo wir auf dem Einsatz waren und da ist ein Mädchen bei gestorben, bei einem Autounfall. Und der Einsatz war super, aber ich fühlte mich verantwortlich und ich war auch verantwortlich. Ich war der Älteste, ich war der Leiter des Einsatzes. Und der Tod dieses Mädchens hat mich doch ganz stark dazu angetrieben, mehr zu geben, noch mehr zu tun fürs Reich Gottes. Und ich sage nicht, dass das schlecht war. Also da ist dann wirklich ganz viel sehr, sehr Gutes entstanden in den folgenden Jahren. Sehr viel gute, fruchtbare Zeit war das. Aber ich bin halt permanent über meine Grenzen gegangen und ich hatte auch keinen geistlichen Mann, Pastor, Seelsorger, der mich da ausgebremst hätte.
Und irgendwann stellte ich fest, ich kann nicht mehr schlafen. Ich konnte nicht mehr abschalten. Es war so viel. Wir hatten dann den Verein, eine Kneipe auf der Reeperbahn, einen eigenen Musikclub. Ich wurde eingeladen, auf Konferenzen zu sprechen. Dann habe ich Seelsorge auch noch gemacht, Sachen, die ich überhaupt nicht gut kann. Ja. Finanzen geregelt. Ich habe irgendwie alles gemacht. Und irgendwann merkte ich dann, boah, du kannst nicht mehr. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich kann nicht mehr abschalten. 1994 bist du zum Christ des Jahres gekürt worden, wie man sagen möchte, von der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Hat das zum Druck irgendwie noch beigetragen, zu dem Gesamterwartungsdruck? Also nicht unbedingt, würde ich sagen. Also wir Freaks haben da eher drüber gelacht und es war mir auch ein bisschen peinlich, um ehrlich zu sein. Und dann auch erstaunlich zu sehen, wie dann aus dem Christ des Jahres der Loser des Jahres einige Jahre später werden kann. Aber wir Freaks haben das nicht so richtig wahrgenommen. Ich habe das auch nicht so richtig bemerkt. Das war eher ein Lacher dann bei uns im Büro. Ja. Irgendwann, du hast es schon erwähnt, du hast über deine Kräfte gearbeitet, dich investiert, kam Burnout, du hast dir eine Auszeit genommen. War es nicht ein wahnsinniger Bruch, so von heute auf morgen? Du bist gebraucht, du hast viel zu tun, du machst das, was dir eigentlich wirklich Freude macht, dich erfüllt und dann zack, so eine Auszeit, auch wenn sie gut tut irgendwie? Auf jeden Fall, das war ein harter Bruch. Und ich glaube auch, dass das viele Pfarrer und Leute, die irgendwie in der Kirche was arbeiten, auch kennen, wenn sie dann mal eine Pause gemacht haben. Weil auch wenn es den Burnout verursacht, der geistliche Dienst, auf der anderen Seite fehlt er einem dann auch. Ja, weil es gibt einem auch unheimlich viel. Es gibt einem Selbstbestätigung, Selbstwertgefühl. Es ist auch schön, ständig angerufen zu werden und immer einen vollen Terminkalender zu haben. Das ist nicht gerade das Tückische beim Burnout, dass das, was dich krank macht, dir auf der anderen Seite auch etwas gibt. Ne? Und das bricht dir dann weg. Und das bricht dann weg und plötzlich hängst du von einer 120-Stunden-Woche, so war das wirklich bei mir, auf null zu Hause und weiß gar nichts mit dir anzufangen. Und dann poppen halt auch so die ganzen unbearbeiteten, kranken Stellen in deinem Charakter und in deinem Leben wieder hoch, die man vorher mal schön verdrängt hat. Ne? Was kam da so auf dich zu? Also eine Sache war meine Suchtstruktur, die plötzlich da aufpoppte durch überhöhten Alkohol-Bierkonsum vor allem, den ich schon vorher mal angefangen hatte, weil ich einfach nicht mehr schlafen konnte. Deswegen habe ich immer abends Bier getrunken und das hat sich ganz schnell verselbstständigt. Und das Zweite war, dass ich feststellen musste, meine Ehe ist kaputt. Ja, wir hatten uns nichts zu sagen und wir haben uns nur gestritten und haben da wirklich einen Rosenkrieg miteinander geführt. Und konnten den anderen nicht mehr aushalten. Es war ganz hart. Und meine Frau ist dann nach vielen Wochen und Monaten, wo wir es wirklich probiert haben, auch mit Ehe, Seelsorge und Therapie und Seminaren, ist sie dann ausgezogen und ist dann auch nicht wieder zurückgekommen, hat sich dann von mir scheiden lassen. Und damit war meine Ehe kaputt. Und das war dann auch der Punkt, wo ich dann aus meinem Dienst erstmal ganz zurücktreten musste. Also vorher hatte ich eigentlich nur so gesagt, bin jetzt auf Zeit mal kurz weg, ich komme aber wieder, habe auch hier und da noch mal gepredigt. Aber dann war klar, da ist was Grundlegendes falsch in deinem Leben und dann bin ich aus allen Diensten komplett entlassen worden. Was hat das bei dir bewirkt? Hast du gesagt, okay, jetzt mal gucken, was da schiefgelaufen ist, mal reinleuchten oder wie bist du damit umgegangen mit der Situation? Ich habe halt dann feststellen müssen, dass man so als Christ des Jahres und geistlicher Leiter doch ganz schön einsam ist. Und musste feststellen, dass ich eigentlich keine richtigen Freunde hatte, vor denen ich auch ehrlich sein kann, die mich auch mal fragen, Martin, wie geht's dir? Und wirklich? Dann auch mal nachfragen, wie geht's dir wirklich, genau. Und in dieser Zeit, die ich so heute so als Anfang von einer Wüstenzeit ansehe, also einer krisenhaften Zeit, wo der Glaube auch nochmal auf die Probe gestellt wurde, wo Gott plötzlich auch nicht mehr da war und wo ich dann auch vielen Versuchungen erlegen bin in dieser Zeit, die ging ziemlich lange und die war auch sehr, sehr hart. Und in dieser Zeit ist auch sehr, sehr viel kaputt gegangen in meinem Leben. Du hast erwähnt, immer wieder kam so die Suchtstruktur. Und du bist ihr auch immer mehr erlegen dann in dieser Zeit. Du warst ja da schon mal. Mhm. Ja, wie erklärst du dir das, dass das dich quasi wieder so eingeholt hat oder überrollt hat oder geschafft hat, dich zu überrollen?
Ich könnte da jetzt was Hochtherapeutisches sagen. Ich sag jetzt mal eher was aus einer biblischen Perspektive. Es gibt ja diese Geschichte, wo Jesus von dem Dämon erzählt, der einen Mann verlassen hat. Und wenn das Haus leer ist, dann kommt der Dämon mit 7 neuen Dämonen. Und wenn er das Haus leer vorfindet, kommt er wieder zurück und treibt es noch ärger als vorher. Und so ähnlich habe ich das auch erlebt. Also Jesus war schon in meinem Leben, aber dieses Lebenshaus, da war bei mir viel kaputt, da war viel leer, da war viel unaufgeräumt, da waren viele Türen offen für meine alte Suchtstruktur. Und als ich dann in diesem Burnout war, in dieser Depression war, habe ich festgestellt, ich bin einsam, habe festgestellt, ich habe eigentlich keinen richtigen Freund und auch keine geistliche Leiterschaft und bin dann doch wieder zu den alten Sachen zurückgegangen, die mir schon damals geholfen haben. Ja. Und dann war es auch tatsächlich so, dass es noch ärger war als je zuvor. Also ich habe dann auch versuchungsmäßig ja dann auf so einer Party eine Ecstasy geschenkt bekommen. Ich bin da wirklich nicht hingegangen, um mir die zu kaufen. Die hat mir wirklich jemand auf der Toilette geschenkt. Und ich hatte nicht die Stärke zu sagen, nee, das ist jetzt von der anderen Seite, das will ich nicht. Und habe diese Pille dann genommen und das wird auch in dem Buch ausführlich beschrieben. Und diese erste Pille hat im Grunde diese Tür in diese Welt der Drogen wieder meilenweit aufgestoßen. Und da kamen dann die Dämonen, die ganze Sucht wieder ganz neu in mein Leben. Und es wurde dann noch ärger als vorher. Ärger auch in Form der Art der Drogen. Ich habe dann nicht nur Ecstasy genommen, sondern habe dann auch Koks angeboten bekommen, dann bis hin zu Heroin. Also habe es dann wirklich, bin nochmal richtig abgestürzt in die ganze Drogensache. Du beschreibst es auch in deinem Buch, wo du die ganze Lebensgeschichte, sag ich mal, so aufgeschrieben hast, dass du eigentlich hättest sterben können. Das war 1999 der Fall, wo so der totale Absturz mit Überdosis und alles war. Das war dann so der Endpunkt. Ja. Oder der Tiefpunkt, sagen wir es mal so, Endpunkt weiß ich nicht, aber der Tiefpunkt von dieser Entwicklung, die du gerade beschrieben hast. Ja, also von der Drogensache war das der Tiefpunkt. Mhm. Da habe ich mir eine Überdosis gespritzt und habe 3 Tage im Koma gelegen in meinem Zimmer und hatte anschließend eine Gehirnschädigung. Also ich sag mal so, das ist eigentlich ein Wunder, dass ich da aufgewacht bin. Aber ich hatte wohl eine Sauerstoffunterversorgung im Gehirn und hatte einen dauerhaften Gehirnschaden. Also die Ärzte haben mir damals eigentlich diagnostiziert, ich würde ein lebenslanger Pflegefall bleiben. Aber die dunkelste Zeit kam dann eigentlich danach. Also die Gottesferne und auch die Verletzung von eigenen Leuten, die dann noch dazugekommen ist, das war fast genauso hart oder sogar noch härter als diese Überdosis und das Körperliche, was dann gekommen ist. Hm. Wir haben ja quasi einen Teil des Happy Ends schon vorweggenommen. Du hast danach studiert, also du hast die Gehirnschädigung, sag ich mal, so in den Griff gekriegt, auch durch Training, dass du kein Pflegefall bist und das ist eigentlich ein Wunder. Mhm. Dass du auch, ich sag mal so seelisch, dass die Verletzungen wieder geheilt sind. Mhm. Wenn du so zurückblickst, diese extremen Höhen und die extremen Tiefen, wie würdest du erklären, wie kann das sein in einem Leben? Dieses ganz starke Auseinander. Ja, also ich glaube erstmal, dass jedes Leben unterschiedlich ist und Gott mit jedem auch seinen ganz speziellen Weg geht. Und ich würde heute sagen, eine Erklärung dafür ist, dass ich halt immer sehr extrem war und bin, dass ich die Extreme immer geliebt habe. Aber Gott mich auch durch die Extreme erst wirklich packen und verändern konnte. Also hätte ich nicht diese segensreiche, wunderbare erste Zeit mit dem Herrn gehabt, ich wäre wahrscheinlich gar nicht losmarschiert. Ja. Ich hätte nichts für Gott an den Start gebracht, was jetzt ein Jesus Freaks ist oder Volksbilder, kommen wir ja vielleicht noch drauf. Aber diese Krisenzeiten, ja, diese Wüstenzeiten, diese harten Zeiten, da konnte er erst wirklich an mein Herz ran, an meinen Charakter. Da habe ich mich erst wirklich verändert. Da habe ich ihn wirklich rangelassen an mein Innerstes. Und ich würde sagen, so komisch das auch sein mag, für mich hat das gepasst. Ja. Ich war damals doch ein ziemlich oberflächlicher Christ, oberflächlicher Mensch. Hatte die ganzen frommen Phrasen parat, ja, die mir dann selber auch ausgegangen sind in der krisenhaften Zeit. Und
ich würde schon sagen, dass diese Krise, so hart sie auch war und so schmerzhaft es auch war, Gott hat da was ganz, ganz Wunderbares draus gemacht. Und ich würde heute sagen, ja, es war hart, aber es war gut. Und ich bin eigentlich sogar froh, dass es so gewesen ist. Das ist ein starkes Wort. Weil mein Leben heute so schön ist. So, ich bin so glücklich und ich kann es so schätzen, dass ich so glücklich bin. Ja, ich stehe morgens auf und halte meinen emotionalen Finger in die Luft und denke, wow, dir geht's gut. Ja, du bist glücklich. Du hast eine tolle Frau noch mal gefunden. Du hast so ein super süßes Baby von Jesus geschenkt gekriegt. Du hast einen tollen Beruf. Du hast eine tolle Berufung. Ja, und das kann ich wirklich erst so richtig schätzen, weil ich durch die ganze Krise durchgegangen bin, mit Haut und Haaren, radikal leidenschaftlich, wie ich nun mal bin. Irgendwie. Also es passt zu dir als Persönlichkeit, als Mensch, sagst du einfach. Ja, ich würde das so sagen. Weil du nicht anders leben würdest. Irgendwie ja. Ne? Also es gibt immer Leute, die dann so sagen, Mensch, muss ich jetzt auch so eine Krise durchleben wie du? Und dann sage ich immer, nein, auf keinen Fall. Bitte mach das nicht. Ja. Aber für mich war das richtig und ich habe das wohl gebraucht. Und ich habe eigentlich, das Einzige, was ich immer gemacht habe, ist, ich habe immer an Gott festgehalten. Selbst in der tiefsten Krise, Depression. Ich hatte ihn einmal erfahren, ich hatte ihn einmal erlebt. Und ich habe gesagt, ich lasse dich nicht wieder los. Und das hat mich, glaube ich, gerettet durch diese ganzen Krisen hindurch. Und hat dafür gesorgt, dass Gott auch in mir was verändern konnte, in meinem Herzen was verändern konnte, an meinem Charakter. Denkst du, jeder Christ ist theoretisch absturzgefährdet? Auf jeden Fall, das glaube ich. Ich glaube, dass wir in einer Welt leben, die absolut nicht Jesus-mäßig ist, die Werte vertritt, die Gott und die Bibel überhaupt nicht vertreten. Es gibt Versuchungen, wie man das als Christ so schön sagt, ja, an jeder Ecke, ob das nun Internet ist oder der Kiosk oder die Frau oder finanziell Steuerbetrügen. Da gibt es so viele Gelegenheiten, wo man sein Leben irgendwie in die Grütze setzen kann. Aber es gibt immer die Möglichkeit für Neuanfang mit Gott. Es gibt immer die Möglichkeit, mit Gott neu anzufangen. Also das ist, denke ich, auch die Lektion, die auch durch mein Buch so ein bisschen rüberkommt und wo ich auch ganz viel Feedback bekomme. Ja, ich habe in den letzten Monaten so viele E-Mails bekommen von Leuten, die mir gesagt haben, Martin, ich hatte auch mal was für Gott getan. Ich habe auch mal, war mal Pfarrer oder war mal Jugendleiter, habe richtig Mist gebaut. Aber deine Story macht mir Mut. Es gibt einen danach und ich kann da rauskommen und ich kann da sogar gut rauskommen. Wie würdest du dein Leben überschreiben? Was hast du ein Motto, was dich so durchträgt, wenn du so zurückschaust? Puh, ein Motto. Oder so wie so eine Überschrift. Ganz fromm würde ich vielleicht sagen. Gott ist treu, wir sind nicht treu, Gott ist treu. Und er kann aus dem größten Mist etwas Wunderbares machen. Ja. Bei den Jesus Freaks sagen wir immer so, Gott macht aus Scheiße Gold. Und das habe ich wirklich so erlebt. Also in meinem Leben stimmt das auf jeden Fall. Er hat aus einer ganz schrecklichen, furchtbaren, kaputten Situation was Wunderbares gemacht. Und ja nicht nur einmal in meinem Leben, sondern eigentlich zweimal, wenn man das Buch liest, eigentlich sogar dreimal, hat er mich wirklich rausgerettet aus einer hoffnungslosen Situation. Ganz herzlichen Dank, dass du ein bisschen was erzählt hast. Liebe Zuschauer, wenn Sie mal reinschauen wollen, auf unserer Homepage finden Sie die Informationen zum Buch. Und diese spannende, bewegende Geschichte können Sie dann natürlich selber nachlesen. Ich finde, sie macht auch auf jeden Fall Mut, dass es immer einen Neuanfang mit Gott gibt. In diesem Sinne, Ihnen Gottes Segen und alles Gute. Bis bald.